herzlich willkommen zurück zum nächsten Part und dann wollen wir doch mal vielleicht noch kurz einen Abstrich hier runter machen. Meine Notiz steht dann drauf. Er weiß, dass er verschwinden... Nee, Quatsch, dass er enttäuscht sein wird. Okay, er weiß, dass ich genauso enttäuscht sein werde wie er, als er hier runtergesprungen ist und dann gemerkt hat, dass es hier nichts zu entdecken gibt. Boah, so könnte man das sagen. Da ist nichts. Schade. Mal die ganzen Notizen raus. Verwirre ich mich vielleicht irgendwann. Das Essen verstauen. Weil der braucht auch nochmal wieder was. Den anderen. Braucht nochmal was. Der hier. Der hat noch Buch. Okay, ich bin auf der anderen Seite. Okay, nochmal schnell rüberrennen. Und dann benutzen wir doch mal gleich den Stein nicht. Da liegt noch irgendetwas. Nochmal ein Umhang. Gibt's denn? Ja, einer hat noch keinen. So, nettes, ekliges irgendwas. Ein Krabbenvieh. Na komm. Komm. Ja, guck mal. Das hat ordentliche Rüstung. Na komm schon. Pfeile mehr. Und schön. Sag mal. Das hält aber wirklich ordentlich was aus. Gab auch 450. Nicht schlecht. Direkt mal gesaved. Und dann geht's hier weiter. Links oder rechts? Ich geh erstmal hier ein. Okay, was ist das? Eine... Okay, eine Kettenhose. Hat die nur 6? Ja, leider. Okay, er ist aber der Einzige, der es tragen kann. Kommt halt 3 weniger. Aber der hier könnte die Rüstung besser gebrauchen. Dann hat sie das, glaube ich, doch auch mittlerweile. Genau. Kann man die hier wegschmeißen? Ist sonst noch was? Nee. Okay. Und dann... Er trägt zu viel. Das kann man ihm wegmachen. Die Schuhe. Alles klar. Sehr schön. So. Da ist nichts. Auch nichts, auch nichts. Irgendwas. Eine Krabbe. Juhu. Ich freue mich, dich zu sehen. Du mich auch? Genau. Ist ja nicht so, dass ich mit dir gerne in freundschaftlicher Beziehung stehen würde. Aber ich glaube, das können wir noch fragen. Naja, schade. Egal. Ich bin ja vom Sternzeichen her sogar Krebs. Aber ich glaube, der lässt sich nicht auf Verhandlungen ein. Na, oh, komm schon. Ist die Fackel schon erloschen? Kämpfen wir doch mal ein bisschen im Schatten. Dafür, dass hier sonst keine andere Lichtquelle ist, sieht man echt verdammt gut. So, das war's mal wieder mit ihm. Direkt eine neue Fackel reinhauen.
Genau, ich brauche eher den Heiltrank, aber ich glaube, der Kristall ist wieder ready. Sehr schön. Das gespart. Und dann schauen wir doch mal, was das Ding hier bewacht hat. Verschütteten Eingang oder Zugang. Hier haben wir... was liegt denn da hinten? Messer? Schere? Heckenschere? Naja, so irgendwas in der Richtung sieht es aus. Naja, keine Ahnung. Hier ist aber nichts zu öffnen. Gerade in meiner Nähe. Schade. Da irgendwas? Nein, auch nicht. Vor mir ist auch nichts. Hier, hier, nein. Schade. Weiß ich nicht, wie ich drankomme. Okay, und hier hinten ist wieder eine Eisentür. Auch wieder ein Rätsel lösen. Okay, Rätsel war einfach, da ist ein Schlüssel. So, weg mit der Kiste. Da haben wir eine Schriftrolle gefunden, auf der steht: The gate of iron shall open if you take your time and rest in the place where the dragons gaze. Okay, also wir sollen diese Tür aufbekommen, indem wir uns Zeit nehmen und rasten an dem Punkt, an dem die Drachen... gut, das ist natürlich das Problem. Was heißt Gaze? Rasten oder sowas. Könnte ich mir ja vorstellen. Das würde zumindest Sinn geben. Zumindest so halber. So, da ist auch nichts drin. Also Einmannschlüssel, Zweimannschlüssel. Dann können wir hier öffnen. Und hier steht noch was. Okay. Desert, also... unbekommene Tunnel. Da geht's auch noch an. Chamber of Pits. Kann man ja löschen. Okay, kann mich jetzt entscheiden, links oder rechts. Nehme ich doch erstmal das hier. Tür. Tür nicht öffnenbar. Genau. Gutes Deutsch. Oh, okay. Da habe ich mich selbst gefangen. Genau, Zeit geht dann aber das hier wieder holen. Okay. Ah. Alles klar, da brauchen wir was. Jetzt legen wir da hin. Fackel. Immer schön zu gebrauchen. Gibt es hier noch was in dem Gang? Nein. Mist. Warum haben wir das mit der Fackel nicht vor uns hergeschoben? Ach, Mist. Okay. So, jetzt hat aber. Sag mal. Du blödes. Blödes Ding. Gut, dann wollen sie also, dass wir was werfen. Wenn wir doch gerade den Stein, den wir gefunden haben. So, einmal. Mist. Fast. Okay. Das hätte klappen können. So, und drin sind wir. There is no turning back. Hier ist kein Zurückkommen. Ja, das sehe ich. Das ist jetzt doof. Also hoffen wir, dass wir hier nicht sterben. Mal da rein. Also, was finden wir denn hier? Einmal eine Pflanze. Was gibt es denn hier sonst noch so Schönes? Nichts zum Drücken, okay. Hier auch nicht? Nein.
Nein, verdammt. Ich hasse diese kleinen Viecher. Pfeile vergessen auszurüsten. So. Wieder eine Tür. Das machen wir noch zu. Uns erstmal hier noch komplett um. Ist nichts zu finden. Und was gibt's hier noch? Moment mal, jetzt bin ich irgendwie im Kreis gegangen. Nee, bin richtig. Kein Gegner, aber ein Kriegshammer. Da hat sich was geöffnet. Eine Krabbe. Yippie. Wie ich ja dieses Vieh liebe. Ganz enge Freunde. Müssen wir zum Essen einladen. Aber mich möchte ich nicht verraten. Ja, komm schon. Ups. Wir sind schnell. Vor allem, dass das Ding hier drin überlebt hat. Erstaunlich. Oh, da öffnet sich noch was. Da kommt noch einer. Aber so ein vergifter Vieh. Die fallen wir ja noch mehr. Mist. Verdammt, was? Okay, der ist weg. Ekliche Biester, ey. Mist, keine Energie. So, das gefällt mir jetzt gar nicht. Schnell weg. Komm schon, regenerieren ein bisschen. Wo ist denn das Vieh jetzt hin? Da ist es. Komm her. So, weg mit dir. So. Pilz. Da ist ja noch was. Noch ein Pilz. Jetzt haben wir das hier aufgemacht irgendwie. Da gibt es aber nichts, oder? Hm, nö. Scheint nicht so. Also wir haben auf jeden Fall ja einen Kriegshammer gefunden. Und der Kriegshammer braucht Mace-Skill 3. Könnte eine einhändige Waffe sein, könnte man vielleicht ja auch dann statt auf Äxte, wo wir allerdings jetzt schon einen Punkt drauf haben. Och, na toll, noch einer. Also ich glaube, jetzt habe ich es echt geschafft. Ich gehe ziemlich mal kurz zurück. Ah, da ist noch was. Ach, ich kann mich ja nicht zurückziehen. Ach, verdammte Axt. Ist das für ein Level. Nettes Level. Gar nicht schwer. Überhaupt nicht. So, keine Magier. Attacken. Schlecht. Fehlen die dann jetzt auch noch so viel? Sehen die nicht, dass ich ein bisschen
Druck stehe. Oh, ganz kleines bisschen. Ist ja nicht so, als würde ich gleich sterben können. So, speichern wir doch mal schnell, weil da kommen wir ja nicht mehr raus. Und da sind noch zwei. Ein großer hat mal so ein kleines Mistvieh. Seine Giftattacken. Was ist? So, weg mit dir. Haben wir da vorhin noch den Pfeil verschossen. Schön einsammeln. Eine Feuerbombe. Genau, da ist noch einer. Komm her. So, schön. Weg mit ihm. Jetzt sind wir wieder hier am Anfang. Das heißt, aufgegangen ist hier das Nix. Aber hier einmal eine Pflanze. Irgendwas zum Drücken. Nein. Okay, und dann sind wir hier rüber. Ist noch was aufgegangen? Ein Schuriken. So, sonst etwas? Nein. Okay, dann gibt es also nur noch den Weg hier durch die Tür. Ach, wollen wir doch vorher vielleicht mal noch ein bisschen rasten. Sonst haben wir am Schluss keine Lebenspunkte. Das wäre dann auch etwas blöd. Unser Freund will wieder mit uns reden. Hat zugeschaut, wie dieser Dungeon gebaut wurde. Aber sie haben diesen Dungeon seinen Leuten. Die Menschen haben seinen Leuten weggenommen und es für was anderes benutzt jetzt. Es mit Rätseln und Fallen ausgestattet. Und das war aber nicht so, wie eigentlich der Platz gedacht war zum Benutzen. Interessant. Was da wohl vielleicht noch für eine Story dahinter ist? Werden wir mal sehen. So, jetzt restet man ein bisschen schneller, kommt schon. Durch der Große und der Magier brauchen ein bisschen ihre Zeit. Oh, und da werden wir angegriffen. Nein, verflucht. Jetzt kann man natürlich nicht direkt. Wo kam denn der jetzt hin? Ist doch nicht wahr. Komm schon, überleb. Irgendwie. Mist, verdammter. Wo kam denn jetzt dieses Mistvieh her? Ah, nein, das da lade ich und dann gucke ich mich mal um, wo dieses Mistvieh noch war. Das da kann ja nicht sein. Wir haben hier eh keine Chance, großartig irgendwas zu regenerieren und dann können wir uns das jetzt hier echt nicht leisten. Vielleicht sollte ich auch irgendwo rasten, wo ich dann weglaufen kann. Ich dachte, ich hätte alles verloren. Schade, so denkt man schnell falsch. Nicht schön. Jetzt einmal das Leben gekostet. Na, Mist. So, irgendwo habe ich einen Pfeil verschossen. Da liegt er. So, und dann, ich könnte ja auch einfach einen kleinen Trick machen. Nicht regenerieren, dann habe ich definitiv ja mal was zwischen mir. So. Bin mal gespannt, ob jetzt unser Kollege nochmal das selber erzählt. Ja, tatsächlich. Dann können wir das wegklicken.
So, dann regeneriert jetzt mal, ohne dass ich nochmal angegriffen werde. Oder regenerieren sich die Monster auch, wenn ich mich regeneriere? Nee, das kann ja nicht sein. Oder? Das wäre jetzt schlecht. Ah, das sehen wir mal. Gleich fertig. So, sehr schön. Hier nochmal schnell speichern. Und dann schauen wir uns mal hier oben. Sehe keinen neuen Gegner. Ich frage mich auch wirklich immer noch, wo der hergekommen ist. Ich habe alles abgesucht. Mal hier weiter gucken. Eine Statue. Ein goldener Schlüssel. Drachenschlüssel. Ja, das macht Sinn. So, dann. Okay. Ich dachte eigentlich, das hier geht auf. Was ist denn da hinten noch? Das ist ein Schalter. Kann man da vielleicht reinschießen? Nein. Okay. Das klappt nicht. Dann müssen wir uns doch hier an den Wänden noch mal gucken. Da noch was finden. Ich glaube aber nicht. Ach, jetzt weiß ich, wo ich bin. Okay. Tatsächlich. So, hat für beides geklappt. Oh, ein Jägerkilt. Na, okay, das war ausweich. Das war dann nehmen wir doch mal so die Umhänge. Wird einfach irgendwann besser sein, glaube ich. So, wir haben Feier. Da, verdammt. Wo kommt dieses Drecksvieh nur her? Kann das sein? Okay, müssen wir wieder laden. Also, ganz ehrlich, wo kommt dieses Drecksvieh her? Kann doch nicht sein. Ich bin nur zu blöd, um hier die Räume abzusuchen. Oh, das darf ich vergessen. Es ist doch... Jetzt mal ernsthaft. Hier ist nix. So. Gehen wir jetzt hier ran, lang. Da ist hier auch niemand. Kein Pilz. Ja, auch nicht. So, wo kommt denn der jetzt bitte her, Mann? Kann ja wohl nicht sein. Egal, nehmen wir einen Schlüssel. Und dann öffnen wir mal das Tor wieder. Schrecklich sowas. So, dann. Also, den hier. Und dann. Schnell alles einsammeln. Oh, kommt da ja anscheinend gleich dieses Mistvieh vorbei. Hab ich alles? Ich glaube ja. So, jetzt kannst du mich mal. Steine immer noch mit. Und dann haben wir den ersten Schlüssel. Machen wir auch gleich wieder zu. So, Schlüssel hat er. Ich bin überladen. Genau, da war das mit dem Umhang. Ja, Quatsch, den wollte ich ihm ja geben. Dass er noch ein bisschen höhere Ausweichchance hat. Und die Feuerpfeile. Ich habe noch keine Feuerpfeile. Tatsächlich. Können wir was essen. Und dann können die Feuerpfeile da runter. Und hier brauchen wir den nächsten Schlüssel für runterzukommen. So. Was hat das jetzt mit der Eisentür zu tun? Ich glaube erstmal nichts. Dort, wo die Drachen. Schauen wir mal weiter. Das nächste wäre jetzt also hier das. Das machen wir dann im nächsten Part. Bis dann.